dachte, wir gehen zu Odin. Weißt du, die Sache ist, du hast eine verräterische Absicht. Deshalb lasse ich dich auf keinen Fall in die Nähe des Altvaters. So ist es nicht. Zeig mir alle deine dummen kleinen Tricks. Oh, sehr schön. Bei diesen Tricks ist es ein Wunder, dass die Jötner jeden Krieg verloren, den sie je geführt haben. Ha! Das ist ein großer Spezialangriff? Aus, Junge! Ah, braver Junge! Das ist es, was er verdient! Das war langweilig. Rate, wer jetzt dran ist. Bist du sicher, dass der Altvater gerne wartet? Sehr witzig. Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir tatsächlich sogar sehr sicher. Du glaubst, das kann dich beschützen? Diese Ärmchen konnten wohl keinen echten Schild geben. Oh, oh, nicht mal das hat funktioniert. Jetzt bin ich aber wirklich erledigt. Du verhinderst nicht, dass ich Odin sehe. Du wirst ihn sehen. Von deinem Grab aus. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Ho, ho, ein geschickter Zug. Schön, dass du endlich wach bist. Oh, oh, wie macht er das? Was das schon? Ist das alles, was du kannst, Jöten? Oh! Wow. Ich muss wirklich sagen, Loki, ich bin absolut unbeeindruckt. Du solltest wohl liegen bleiben. Toll. Schluss damit. Was du auch denkst, ist Altvaters Gast. Hatte ich doch was gerochen. Ein Schritt weiter und es endet unschön für dich. Wirklich? Und wie genau willst du mich aufhalten? Sieh mir in die Augen. Sag du es mir. Du bist wirklich krank. Loki, du bist da. Ich bin sehr geehrt. Ah, du kennst also Heimdall. Er liest Gedanken für mich. Der Junge ist falsch, Altvater. Dieser junge Mann ist mein Gast und voller Schlamm. Erklärungen? Er will dich verraten. Hm? Ist das wahr, Loki? Du kleiner Schwindler? Ich mache nur Quatsch. Natürlich will er mich verraten. Heimdall, warum wäre er sonst hier? Er hat keinen Grund, mir zu trauen. Noch nicht. Aber er hat ein paar große Fragen. Und ich habe so viele Antworten für ihn. Was willst du? Wegtreten. Geh. Sehr gern. Und du, mach dich mal sauber. Aber Altvater. Ach, joch, wat. Heimdall, entspann dich mal. Hattest du denn vor, mich sofort zu töten? Siehst du? Was, genügt dir das nicht? Verschwinde hier! Anstrengend, ich weiß. Sehr scharfsinnig, aber er vergisst manchmal zu denken, weißt du? Hey, ich habe noch was zu tun. Komm mit mir. Wie hat
Hat dein Vater die Nachricht aufgenommen, dass du meine Einladung annimmst? Wir sollten nicht über meinen Vater reden. So schlimm? Kann ich verstehen. Meine Ex-Frau und mein verärgerter ehemaliger Bediensteter vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du bist neugierig, aufgeschlossen. Das ist wichtig. Riest, Miest, macht weiter. Lasst euch nicht stören. Wenn ich ehrlich bin, Loki, hast du Glück, dass meine Einladung noch gilt, nachdem du Tiere befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen, ist vermutlich Strafe genug, oder? Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Ich ziehe es vor, nach vorn zu blicken. Hey, hey, hey! Ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten! Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin? Allvater. Königin Gnau? Die Einherjar sind bereit für deinen Segen. Deshalb bin ich ja hier, oder? Es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Großartige Soldaten, diese Einherjar. Aber wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Helfe ihnen, sich an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Das ist wichtig, meinst du nicht? Zu wissen, wer man ist. Es gibt allem eine Bedeutung. Münthinappen, Hrothgar. Münthinappen, Gorn. Münthinappen, Janna. Gut, weiter geht's. Bücher, gut. Die sind für ihn. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Danke. Jürgen, ich hoffe, ich rieche da keinen Pilze. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Loki. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Karl. Bei allem Respekt, du musst wissen, ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Aber warum ich? Weil ich ein Halbriese bin? Glaubst du? Das ist Thor auch. Erlen, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber... Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Ich habe ein Projekt, das dich interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. Was ist mit meiner Familie, meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Ja, gleich dort. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt, ich bin nicht dein Vater. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sylph, du hast unseren neuen Hausgast noch nicht begrüßt. Sag Hallo zu Loki. Das ist er? Hier? In unserem Heim? Wie nett. Meine Diplomatin, alles in Ordnung im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Leg die Bücher weg. Wir haben noch etwas zu tun. Klar. In Ordnung. Ich bin hier. Wo ist er? Gleich da drüben, mein Vater. Ja. Oh. Hallo. Ist lange her. Was gibt es jetzt für ein Problem? Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Ja. Er ist der Kleine. Bildest du Taschendiebe aus? Weißt du was, Durlin? Du stinkst nach billigem Met. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft.
allemal hergehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen. Und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Bürokraten. Gut, Junge, ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer den Flur runter. Oh, und nimm dir ruhig neue Kleidung. Ich könnte es mal anprobieren. Ist zumindest weniger dreckig. Schön! Wow, wirklich nützlich. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Wow! Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Through Toast, Dottir. Entspann dich. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir,
Kommst du mit? Du brauchst noch dein Schwert. Das richtet jemand her. Also, was für ein Schwert ist das? Es ist neu. Einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Walkürenausbildung. Die Walkürenausbildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Wie wird man eine Walküre? Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, mein Vater und ich, wir trafen auf einen ganzen Haufen Walküren. Moment, was? Wo? Du musst mir alles erzählen. Versprochen. Mutter, kennst du schon Loki? Ah, jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat? Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon. Du bringst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Wenn du weiter in ihrer Nähe darüber redest. Ich schlage vor, du erledigst dein Anliegen mit dem Allvater. Ich schenke dir was. Das tut mir leid. Mütter, hm? Doch, doch, das mache ich. Willst du dich noch ein wenig umsehen oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Sei einfach still und trink. Aber irgendwas ist anders an dem Met. Haltet mich aus eurem erbärmlichen Imponiergehabe doch bitte raus. Huh? Komm schon. Hast du heute nicht schon genug Heimdall gehabt? Gehen wir. Das habe ich ihm auch gesagt. Hey, so lange wie nötig. Das würden die Asen sagen. Die Asen sind Götter. Götter haben sicher keine Schlafprobleme. Manche vielleicht schon. Als aber wäre der Honig verdorben. Nur Honig verdorben. Die Asen sind komisch. Nur ich bin gar nicht komisch. Du bist komisch. Das hat ihn allerdings nicht so. Hör mal, was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Davon träumen manche von uns. Oh, ja, ich werde mich anstrengen. Gibt's sonst was Neues? Ich sah neulich Forsett. Das tut mir aber leid für dich. Was hat er gemacht? Trotzdem, man spürt es, nicht wahr? In der Luft. Anspannung. Schaut ständig alle möglichen Leute an. Lauf nicht weg! Ich will keinen Ärger, wenn du verschwindest. Aber was heißt das? Krieg ich jetzt Ärger? Kriegst du, wenn du weiter in ihrer Nähe darüber redest. Du Vollidiot. Die Küche durchwühlt. Nein, ich muss irgendwas Warum? Falsch gemacht haben. Aus irgendeinem Grund hat er sich in den Kopf gesetzt, dass jemand versucht, Tor zu. Das ist mein Zimmer. Früher war es Magnis. Ich steige wohl auf. Hier hat Baldur übernachtet, wenn er mal geblieben ist. Dort schlafen Mutter und Vater. Schon mal ein Donnergott schnarchen gehört? Denn das wirst du. Du solltest Forsetti nicht behelligen. Er hat viel zu tun.